So Leute, wir sind heute mal wieder hier auf dem Adlerfeld zu Hause beim im Stade Napoleon. Heute ist ein ganz wichtiges Spiel für die A-Jugend der Adler am Start, denn die spielen heute gegen die Hamburg Huskies und es geht um die norddeutsche Meisterschaft. Wenn sie das Spiel heute gewinnen können, dann sind sie norddeutscher Meister. Ist doch richtig, oder? Wenn sie das Spiel heute gewinnen, sind sie norddeutscher Meister. Ja. Krass. So, norddeutscher Meister auf jeden Fall. Deswegen wird ein interessantes Spiel. Und Huskies sind halt auch ein sehr, sehr gutes Team, Alter. Und ich habe schon die Uniforms gesehen. Damn, sehen die clean aus, sage ich euch ehrlich. Die Uniforms sehen wirklich sehr, sehr clean aus bei den Huskies. Deswegen, ich bin sehr gespannt, Alter. Heute sollte ein krasses Game werden. 28 Grad Sonnenschein. Jetzt labere ich euch nicht weiter voll, Alter. Ab geht's. Digga, direkt beim Kickoff-Return hier ein gefummelter Ball, Alter. Huskies haben übernommen. Erster Pass von Huskies war jetzt incomplete zum Glück. Mal gucken, ob Adler Defense standhält. Digga, hier geht so ab, Alter. Bro, diese Energy hier ist krank, Mann. Ich feiere sie jetzt schon extrem, Junge. Wirklich wild. Okay, direkt erster Touch schon für die Huskies. Für alle, die es übrigens nicht wissen, die Adler A-Jugend ist bisher ungeschlagen, ja. Deswegen erwartet man natürlich hier eigentlich einen Sieg von den Adlern auf jeden Fall. Dementsprechend sehr interessant, dass die Huskies hier als erstes in Führung gehen. Da bin ich gespannt, wie es weiterlaufen wird. So Leute, damit steht es jetzt 6-6, denn die Huskies hatten ihren Extrapunkt nicht reinmachen können. Die Adler haben probiert für 2 zu gehen, haben das nicht geschafft. Dementsprechend 6-6. Adler konnten zurück ausgleichen. Mal gucken, was die Huskies jetzt machen. Come on, bro.
Let's go! Also Leute, genau das eine Play, was ich nicht filme, ist eine Interception für die Adler. Let's go! Das ist fürs Video auf jeden Fall bitter, aber für die Adler geil. Let's go. War die zweite Interception von der Nummer 40 war das, glaube ich. Diesmal hatte ich sie drauf. Das war fast das identische Play. Also es sah fast gleich aus. Ich weiß nicht genau, was der QB da gesehen hat oder was er nicht gesehen hat. Aber auf jeden Fall zweite Interception für die 40. Adler sind in der 1-Yard-Linie. So, dann hat auf jeden Fall gerade die 24 den dritten Touchdown schon gemacht. Ne, Chris hat jetzt schon 3 Touchdowns. So, die 24, der ist schon 3-mal reingelaufen. Einmal gefangen, 2-mal reingelaufen. Folgt alle Thomas auf Instagram und Facebook. Thomas Sobotski. Ja. Let's go, boy! Leute, erstes Quarter ist vorbei. Es steht 20-6 für die Adler. Wir wechseln jetzt gerade die Seiten, deswegen laufe ich immer kurz rüber. Und Huskies haben den Ball gerade, deswegen mal gucken, was sie reißen werden oder auch nicht. Beziehungsweise ob die Adler Defense standhalten werden kann oder nicht. Huskies müssen auf jeden Fall aufpassen, dass die Adler jetzt nicht anfangen wegzuziehen. Ne? Sonst wird es sehr schnell ein bisschen langweilig. So. Für die Adler natürlich geil, aber für jeden anderen weiß ich jetzt nicht. Uff, okay. Interception von den Huskies kurz hier vor der Endzone. Steht immer noch 20-6. War ein starkes Play vom DB. Mal sehen. So leicht lassen die Huskies sich noch nicht abhängen.
So, also jetzt müssen sie sich richtig beeilen. Zeit tickt unter 2 Minuten. Deswegen wollen die, glaube ich, nur schnell spiken. Yep. Adler haben den Ball 10 Sekunden noch. Mal sehen, ob sie was scoren können. 10 Sekunden. Ah, oh, damn. Und die haben, glaube ich, keine Timeout mehr. Probieren sie wieder zu spiken. Okay, das war's mit der ersten Halbzeit. Schade. Mann. Mit dem Ball bis an die 11-Yard-Linie und damit ein neuer erster Versuch. Von Tyler war es, glaube ich. Steht es jetzt 26-6. Extra Punkt ist auch drin, also 27-6. Adler bauen ihre Führung aus. Wir sind im dritten Viertel, also mal gucken, was hier noch so gehen wird. Ich weiß ganz genau, wie sie sich fühlen. Guck dir diese G's an. Alles G's. Nö. Aber das hat noch nicht für Touchdown gereicht, glaube ich. Thomas, du stehst am Weg! Crispy läuft den Ball. Bis an die 1-Yard-Linie. Alter, mächtig! Mächtig! Oh, Touchdown! Aber Flagge. Dieser Cut, Digga. Let's go! Und damit neuer Spielstand. Yeah.
Und herzlichen Glückwunsch an unser Team. So Leute, wie der Kommentator gerade sagt, mit diesem Sieg ziehen die Adler ins Viertelfinale ein. Oh, what's up, how we doing? Hey, what's up, yes sir. Hi, Crispy, warum ist dein Spitzname Crispy? Ich sag so, meine Freunde haben es eigentlich mir gegeben. Ja? Meine Freunde haben mir den Spitznamen gegeben und es hat mir eigentlich auch gefallen und ja. Seid es dann Crispy ist ein krasser Name. Dankeschön. Ja? Du hattest heute, wie viele Touchdowns? Drei? Vier. Wie hat sich das angefühlt? Gut, also ich habe es eigentlich echt anders erwartet. Ich dachte, ich mache nur einen. Ja. Aber es war gut. Es hat sich gut angefühlt. Und der eine Stiffarm da hinten irgendwo in der Hälfte von denen, da hast du einen genommen und wirklich weggeschmissen, auch, wie Derrick Henry, Digga. Was ist das? Es ist einfach gekommen. Ich trainiere auch sehr oft mit meinem Stiffarm. Ja. Also, dass ich dass nicht nur mein Körper eine Rappen ist, sondern mein Arm auch. Und das hat mir sehr viel gebracht. Digga, herzlichen Glückwunsch zum Norddeutschen Meister, Bro. Dankeschön. Hau rein. Ciao. Alright, Leute, das war's schon wieder mit diesem Video, Alter. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann habe ich eine Bitte an euch. Lasst auf jeden Fall mal alle ein Like da. Ich muss sehen, ob diese Videos nach wie vor gut ankommen, weil in letzter Zeit waren die Likes ein bisschen low und es verunsichert mich ein bisschen. Deswegen, falls euch das Video gefallen hat, zeigt Liebe unten in den Kommentaren oder mit einem Like. Abonniert natürlich, falls ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt, Leute. Und ganz, ganz wichtige Sache noch. Falls ihr mir noch nicht auf Twitch folgt, tut dies gerne. Link ist entweder unten in der Beschreibung oder gebt einfach diesen Namen hier bei Twitch ein, denn ich habe jetzt endlich das nötige Zeug, um da zu streamen und zwar auf High Quality. Deswegen, Alter, seid gespannt, ich habe richtig Bock und lasst schon mal ein Abo auf Twitch da, damit ihr da nichts verpasst. Jule, das war's, Alter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis dahin, euer Eric.